Hallo und herzlich willkommen zum fünften Video von Entrepreneurship for Engineers. Im heutigen Video geht es um euren Berufseinstieg und die ersten Erfahrungen nach der Uni. Eine alte Volksweisheit besagt, bevor man eine Leiter besteigt, sollte man prüfen, ob sie an der richtigen Wand lehnt. Nach dem Abschluss eures Studiums habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Bleibt ihr in Österreich oder wollt ihr zuerst ein paar Jahre im Ausland Berufserfahrung sammeln? In welche Industrie wollt ihr und welche Aufgaben wollt ihr darin wahrnehmen? Aus diesem Grund ist meine erste Frage an unsere Interviewpartner, wie sie zu ihrem ersten Job gekommen sind und was dabei ihre ersten Aufgaben waren. Man kämpft mit einer langen Zeit das Studium vor sich. Das Studium ist ja ein großer, langer Weg. Und dann auf einmal langsam nähert sich dem Ende zu. Man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, was tue ich jetzt eigentlich oder was mache ich? Ich habe damals viel Berufserfahrung gehabt, schon viele Sachen gemacht. Mein Studium auch selbst finanziert durch Arbeiten. Ich habe in verschiedenen Firmen gearbeitet im Sommer. Ich habe in der Entwicklung gearbeitet bei einem Unternehmer, bei einem Industrieunternehmen. Man hat ein bisschen Ahnung. Aber wenn man sich dann konkret damit beschäftigt, was möchte ich jetzt eigentlich wirklich in Unternehmen machen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ziemlich planlos. Ja. Also das war für mich damals auch sehr überraschend. Was mir damals sehr geholfen hat, war mein damaliger, der Professor von dem Institut, Professor Zeichen, kennen ihn eh auch, mit dem habe ich ein Gespräch gehabt, das war eigentlich recht kurz, ja, aber ich habe zwei, drei sehr gute Antworten da drinnen bekommen. Und vor allem auch den Hinweis, mich einmal mit einem Thema, das mir Spaß macht und mich interessiert, sehr intensiv zu beschäftigen. Und das war für mich dann so der Schlüsselantrieb, wirklich zu sagen, okay, man ist Techniker, ich bin Techniker, wo beschäftigt man sich am meisten mit Technik? Ich gehe in die Entwicklung. Also ich wollte entweder in die Entwicklung eines Unternehmens oder ich wollte sehr entwicklungsnahe arbeiten. Und das habe ich dann begonnen umzusetzen. Es wird dann auch viel leichter, wenn man weiß, was man will. Es schränkt zwar die Möglichkeiten ein, auf der anderen Seite ist man dann genau am Punkt und man kann sich auch genau überlegen, wo man hingeht und warum man wohin geht. Es war damals die Maschinenbaukrise die große, also es war relativ schwierig eigentlich Jobs zu finden. Es sind sehr viele Firmen haben zugesperrt oder waren gerade mitten in der Krise und haben Personal abgebaut. Es war dann aber doch möglich, bei einem Unternehmen sogar fast punktgenau, sowohl örtlich als auch vom Thema, einen Job in der Entwicklung zu bekommen. Damals in der Softwareentwicklung angefangen, ich wollte nie programmieren eigentlich. Da habe ich immer gesagt, programmieren möchte ich nicht. Aber eher aus der Unkenntnis heraus, was man damit machen kann, muss man ganz ehrlich sagen damals. Das war in den 90er Jahren und das war ein großartiger Job in einer Firma, die Industrieroboter entwickelt hat, sie weltweit vertrieben hat und eigentlich von der Fertigungs- und Entwicklungstiefe fast alles selbst gemacht hat. Also Motoren so gekauft, also man hat Physik gehabt, man hat sich mit Leistungselektronik beschimpfen können, man hat mit Regelungstechnik, man hat Mathematik gehabt, wir haben Parallelsysteme entwickelt in der Mitte der 90er Jahre, das war noch sehr früh für parallele Systeme damals. Also die interdisziplinäre Aufgabenstellung war gigantisch und das Team war relativ klein und ich habe das Glück gehabt, dort reinzukommen. Irgendwie hat dann alles gepasst. Man sagt ja auch so, was macht er denn im Leben erfolgreich? Es ziehen so viele Möglichkeiten vorbei, man pickt die richtigen raus. Und wenn man weiß, was man will, ist es leichter, die richtigen rauszupicken. Also das war dann genau der Job, den ich auch machen wollte. Den habe ich dann 4, 5 Jahre lang gemacht. Und meine allererste Tätigkeit war die Programmierung eines Tastaturtreibers. Ja. Da fragt man sich da manchmal schon, jetzt habe ich Elektrotechnik studiert, industrielle Elektronik und Regelungstechnik, habe Wirtschaftsingenieurwesen dazu gemacht und jetzt sitze ich da und programmiere einen Tastaturtreiber. Aber man muss auch damit sagen, man muss irgendwo anfangen. Man fängt irgendwo an. Und ein Jahr später steht man dann beim Kunden und mit der Gesamtverantwortung für ein Projekt und löst Probleme vor Ort. Irgendwo muss man anfangen. Man muss klein anfangen. Und das muss man einfach auch die Geduld haben und die Hartnäckigkeit, sich da durchzubeißen. Also meine erste Anstellung und Anführungszeichen nach dem Studium war Selbstständigkeit. Also im Rahmen meiner Diplomarbeit haben wir neue metallische Strukturen entwickelt und mein Diplomarbeitsbetreuer hat die Idee gehabt, sich mit dieser Idee selbstständig zu machen. Daraufhin haben wir ein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit einem weiteren Studenten. Das wurde dann FFG gefördert und leider ist das Projekt nicht so gut gelaufen wie erwartet und nach 1,5 Jahren haben wir uns entscheiden müssen, das Unternehmen wieder aufzulösen. Und bin dann ganz normalen Weg über Bewerbungen gegangen. Also habe in den Zeitschriften im Internet nach Anstellungen gesucht und habe mich in verschiedenen Firmen beworben, unter anderem bei der AVL, Magna und Siemens. Und habe dann glücklicherweise Anstellung bei der Siemens bekommen, und wo ich jetzt seit 8 Jahren beschäftigt bin. Ich habe in Linz Informatik studiert, habe dann aber eigentlich meine Diplomarbeit geschrieben in einem
Graubereich zwischen Mathematik und Informatik beim Professor Bruno Buchberger, der vor 3 Jahren, glaube ich, oder vor 4 Jahren Österreicher des Jahres auch wurde. Der ist einer der derzeit noch in seinem Gebiet noch 5 lebenden großen Mathematikern, die es weltweit gibt. Und der hat sich damals eigentlich ein Thema, eines Themas angenommen, und zwar der Roboter, Simulation und der inversen Kinematikberechnung für Roboteraufgaben mit Hilfe seiner mathematischen Techniken, die er damals erfunden hat. Und über dieses Thema kam ich damals zum ersten Mal eigentlich in die Voestalpine, und die Voestalpine hat damals Roboter gebaut und habe das eigentlich im Prinzip dann eigentlich angewendet im Bereich der Robotersimulation und der Roboterprogrammierung. Das war eigentlich so meine erste Tätigkeit. Nach dieser Tätigkeit, das war ein Jahr lang, bin ich dann nach Wien, an die TU Wien, und habe dort erst mein Doktorat gemacht. Im Rahmen meines Doktorates, da war ich dann Angestellter auf der TU Wien, ja, als Universitätsassistent, habe ich dann auch eine kleine Gruppe aufgebaut, und diese kleine Gruppe eigentlich hat sich beschäftigt mit der Automatisierung der Konstruktion oder Teilaufgaben der Konstruktion. Und im Rahmen dessen haben wir Projekte mit der Industrie gemacht, und da habe ich einfach dieses Team geführt damals. Wie ich dann in mehr und mehr Projekte reingeraten bin mit der Industrie, hat mich immer eigentlich fasziniert, dass die vor allem größere Konzerne oder größere Betriebe nicht so reagieren, wie ich es für sinnvoll erachtet habe in Einzelfragen, und habe deshalb eigentlich ein Angebot angenommen von der Sony damals, Sony Europa, nach Stuttgart zu gehen, weil man gedacht hat, jetzt schaue ich mir das Ganze mal von innen an. Und dort war ich dann als Projektmanager verantwortlich, wie gesagt, für den gesamten Aufbau des Themas produktbezogener Umweltschutz. Ich lasse mal meine Angestelltenverhältnisse an der TU Wien beiseite. Meine erste Anstellung, es war eine Anstellung in der Industrie, war bei der Firma Siemens. Und zwar konnte ich ein internationales Trainee-Programm absolvieren, das über 2 Jahre gedauert hat. Ich bin dazu gekommen, indem ich mich beworben habe und halt den Bewerbungsprozess und Assessment Center durchlaufen habe. Meine ersten Aktivitäten, hast du gefragt? Ja, ich war zuerst in einer Abteilung, die sich mit internationalen Fertigungsstandorten beschäftigt hat, da Benchmarking und Vergleiche gemacht hat und auch mit Produktverlagerung sich befasst hat. Also keine harte Technik-Thematik. Also dazu gekommen bin ich, weil ich vorher schon als studentischer Mitarbeiter meine Bachelorarbeit und Diplomarbeit in der Firma geschrieben habe, bin ich dann übernommen worden. Ich war dann zuerst Entwicklungsingenieur und bin dann in die Vorentwicklung gegangen, wo ich dann mit der Betreuung von Forschungsprojekten beauftragt war. Da habe ich gelernt, mit Teams auf Universitäten, mit anderen Firmen, mit Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten und diese dann aber auch dementsprechend zu koordinieren und die Firmeninteressen dort auch zu vertreten und dort auch die Wünsche darzulegen, was jetzt nicht im klassischen Sinne Führungsverantwortung heißt, sondern man hat einfach ein Team gehabt, das jetzt nicht direkt in der Firma einem Personal unterstellt war, aber man hat dieses Team dann doch fachlich aussteuern müssen, und das waren eben die ersten Führungserfahrungen, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Auch wenn ihr zu Beginn nicht genau dort gelandet seid, wo ihr hin wolltet, so werdet ihr zumindest die unterschiedlichen Abteilungen eurer Firma kennenlernen. Ebenso bekommt ihr einen guten Eindruck, wie die Abteilungen zusammenarbeiten, und nach geraumer Zeit werdet ihr sicher die Möglichkeit bekommen, die Leiter an die richtige Wand zu stellen. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr in den ersten 2-3 Jahren eures Berufslebens sehr viel neue Erfahrungen machen werdet. Wie diese Einstiegsphase für unsere Interviewpartner war, erfahrt ihr jetzt. Ja, da gibt es einige in den ersten 3 Jahren. Fällt mir an erster Stelle ein Thema, das mit Analysefähigkeit, mit methodischem Vorgehen zu tun hat. Ich hatte das Glück, mit einem tollen Team als Projektleiter einen neuartigen Sensor in der Automobiltechnik
zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Es geht um einen Saugrohrdrucksensor, einen MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor in Englisch. Das sind Sensoren, wo pro Jahr 20, 30 Millionen Stück gebaut werden. Das sind Sensoren, die in einem sehr ähnlichen Konzept schon zur damaligen Zeit, seit fast einem Vierteljahrhundert, sie gebaut wurden. Das heißt, es war so absolut ausgeknutscht, geknautscht, wie man sich's nur vorstellen kann. Da sind definitiv halbe und Viertel Cents, ist nachgejagt worden. Da gibt's Heerscharen von Ingenieuren, die wussten, dass es nicht anders, besser, günstiger und hochqualitativer geht. Und ich habe damals bei Siemens gelernt, was ein Paradigm Shift ist, ein Paradigmenwechsel. Wir haben vollkommen zerrissen, was es gegeben hat, und von null weg ganz versucht, kreativ nachzudenken, wie man es noch machen könnte. Sind dann gegen einige interne Widerstände angelaufen und ja, ein paar Jahre später, sage ich jetzt, weil es mich noch immer freut mit einem Lächeln, bin ich zur 50 Millionen Stück Feier eingeladen worden. Was fällt mir noch ein? Sicher genügend Beispiele zum Thema Teamfähigkeit, aber vielleicht auch, dass ich es für sehr wichtig halte, strukturiert und zielorientiert zu sein als Projektleiter. Können Sie es sich immer leicht machen oder ein bisschen schwerer? Es ist oft anstrengend, Dinge zu Ende zu denken, wirklich durchzustechen, vielleicht in Szenarien zu denken, weil tatsächlich gibt es selten Überraschungen im Leben. Es ist in Wahrheit oft nur Faulheit, wenn man es nicht vorher herausfindet, was passieren könnte. Und das habe ich schon sehr früh als Projektleiter gelernt. Da habe ich auch erkannt, die Bedeutung des Wortes Langläufer zum Beispiel. Also Hartnäckigkeit, auch ein bisschen Geduld mitzubringen für Themen, sich die richtigen Probleme zu suchen, nämlich die schwierigen, und die brauchen dann meistens auch mehr Zeit. Dort kann man aber auch wesentlich mehr Erfolg holen, wenn man das will. Die Wichtigkeit der Kommunikation, vor allem mit dem Kunden oder mit dem Auftraggeber. Also für wen mache ich das eigentlich, was ich tue, was ich jetzt hier mache? Wer ist der nachher beurteilt, der damit arbeiten muss, der wirklich beurteilt, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das ein Erfolg wird oder nicht? Und ein bisschen auch tun, was notwendig ist. Weil sehr oft sind auch Hindernisse da, die jetzt gar nicht so, soll man das jetzt tun? Gerade so bei Architekturthemen hat man das ja sehr oft. Sagt ja, eigentlich müsste man jetzt, aber gibt es nicht doch einen kurzen Weg? Manchmal muss man einfach wirklich tun, was notwendig ist, auch wenn man mal einen Schritt zurück machen muss. Also auch den Mut zu haben, den Schritt manchmal zurückzumachen und dann wieder nach vorne zu kommen. Und ja, nicht vor Fehlern fürchten. Das ist das Allerschlimmste. Fehler machen, auch dazu stehen, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, aber daraus zu lernen. Das ist, glaube ich, einer der essentiellsten Dinge, die man am Anfang lernen muss. Ich habe gelernt, dass als junger, motivierter Mitarbeiter man dazu tendiert, sich für Sachen verantwortlich zu fühlen, die teilweise die Kompetenzen einfach überschreiten. Man wird feststellen, also ich habe festgestellt nach einiger Zeit, dass die Firma auch ohne einen weiter überlebt. Die wichtigsten drei Dinge, das war im Wesentlichen eigentlich das, was man auf der Universität nie macht, das Arbeiten im Team und auch das Messen an Zielerreichungen. Ich hatte eigentlich immer einen hohen Freiheitsgrad. Und dann ist natürlich im Prinzip es wichtig, heute halt auch die Ziele so zu erreichen, weil ich hatte nicht wirklich Vorgaben, dass halt im Wesentlichen eigentlich etwas draus geschieht, dass man etwas bewegt, dass man etwas erreicht. Also das Wichtigste ist, was man erst nach einigen Jahren lernt, ist, dass die Firma Produkte verkauft. Also es müssen bei uns im Werk, wir stellen Trägerstelle verschiedener Fahrzeuge her, es müssen fertige Trägerstelle den Lagerplatz verlassen, die auch bezahlt werden. Und das Verständnis ist nicht bei jedem Techniker vorhanden. Also es wird gerne entwickelt, viel probiert, viel simuliert, aber es kostet alles Geld. Und es wird bezahlt niemand. Also das Wichtigste ist, die Firma muss überleben. Und als Techniker ist man dafür verantwortlich, dass man in einer vernünftigen Zeit wirtschaftliche Produkte entwickelt. Was noch wichtig ist, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, sind die Grundlagen.
Also man lernt immer wieder Grundlagen. Die Grundlagen müssen sitzen. Also hast normale mechanische Probleme, festigkeitstechnische Probleme, die müssen, ohne groß nachzudenken, müssen die funktionieren. Nun, ihr seht, dass unsere Gäste ganz unterschiedlich geprägt wurden. Am Anfang eures Berufseinstiegs empfehle ich Zurückhaltung, bis ihr die Eigenheiten und Regeln eurer Firma versteht. Gerade zu Beginn aber sind folgende Eigenschaften essentiell. Hartnäckigkeit, Geduld, die Dinge zu tun, die für den Fortschritt eines Projekts notwendig sind und euch selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen, weil ihr meint, ihr müsstet alles alleine tun. Und die letzten zwei Punkte sind, teamorientiert zu denken und ergebnisorientiert zu handeln. Haltet euch aber immer vor Augen, dass letztendlich der Kunde eure Gehälter zahlt. Und ohne verkauftes Produkt oder Dienstleistung kann es sich keine Firma leisten, ihre Mitarbeiter zu bezahlen oder sich neues Equipment anzuschaffen. Das war das fünfte Video von Entrepreneurship for Engineers. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen und ich freue mich auf euer Feedback. Im nächsten Video werden wir die Herausforderungen, die an junge Führungskräfte gestellt werden, genauer beleuchten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, haltet die Luft sauber, euer Mr. Pfister. Es ist eine andere Generation, mit den anderen Rahmenbedingungen aufgewachsen ist und mit anderen einfach eine sehr gute, sehr sichere, sehr stabile Gesellschaft gehabt, die alles im Überfluss zur Verfügung stellt. Und das ist jetzt keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung. Und die, da kommen auch andere Persönlichkeiten raus oder andere Erwartungshaltungen an ein Berufsleben heraus, die leider Gottes sehr oft, muss man sagen, sehr unrealistisch sind. Und man merkt es dann auch, wenn man wieder junge Mitarbeiter aus anderen Gesellschaften bekommt, wo die Situation schwieriger ist oder belastender, die hungriger sind, die leistungsorientierter sind und das ist halt ganz anders arbeiten dann auch. Ne? Also viele scheitern teilweise wirklich an den eigenen Anforderungen ganz am Anfang. So, was will ich tun, was kann ich tun, was möchte ich aber unbedingt machen und zwar sofort und jetzt und versus, was muss ich eigentlich dazu tun, um das erfolgreich machen zu können.